Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und wir haben ein bisschen neues Zeug bekommen. Wir haben, ja, kann man schon sagen, zwei neue kleine Events am Start. Und ich denke mal, da kann man ganz entspannt mal reinstarten, denn hier ist einiges los, würde ich sagen. Wir haben ja das neue Mid-Season-Update, wie auch immer. Wenn ihr da nochmal ein paar Fragen dazu habt, was die neuen Events, die nächsten Events dann sind, dann schaut auch gerne mal im Video vom gestern vorbei. Da gab es nämlich auch die große Ankündigung auch von EA, dass es kein EA FC Mobile 25 geben wird, sondern dass es einfach so, wie es jetzt ist, weitergeht. Das ist erstmal so das. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken uns das Ganze mal an. Ich habe es natürlich schon gesehen alles, ist ja klar. Und das heißt, wir gucken einfach mal hier zum Beispiel zu den Sunshine Ballers. Also, Sunshine Ballers haben wir ja schon gesehen. Wir können hier nämlich die wöchentlichen Herausforderungszeug machen. Wir haben hier ganz viele Spiele, die wir bekommen können im Shop. Wir haben die Tagesherausforderungen und wir haben hier ein Gratis-Pack. Das hole ich mir natürlich nochmal hier. Wir haben da 85 bis 90. Ich glaube, es ist klar, dass man die Spiele, die hier angezeigt werden, dass man die auch bekommt. Und deswegen nehmen wir das einfach mal mit. Wir bekommen hier einen Adeyemi. Finde ich eigentlich ganz cool, weil gestern hat Aue gegen Borussia Dortmund gespielt. Gestern Spiel Aue gegen Borussia Dortmund, Testspiel. Und Aue hat tatsächlich eine 1:1 geschafft. Karim Adeyemi hat auch gespielt. Also finde ich schon mal ganz interessant an der Stelle, muss ich sagen. Also Karim Adeyemi ist hier auch mit am Start. Das heißt, wir haben noch tägliche Herausforderungen. Genau, können wir auch mal kurz uns anschauen. Wir haben hier also Tagesherausforderungen im Herausforderungsmodus, ganz einfach. Wir kennen das Ganze ja schon, das ganze Prinzip von, ich glaube, das war Shapeshifter oder so. Und wir bekommen 180 Sunshine-Token pro Tag. Dafür müssen wir eben ein paar Spieler in die Aufstellung tun. Das können wir ganz einfach machen. Wir haben ja jetzt ganz schön Spieler bekommen durch dieses Gratis-Pack. Und da haben wir da eigentlich schon mal ganz gut was am Start. Wir haben im Shop natürlich noch ein bisschen was. Und da kann man dann das Ganze auch ausgeben, die ganzen Punkte, die man da bekommt. Und ich denke mal, da werde ich auch Richtung 91er Spieler gehen, weil der Rest interessiert mich jetzt gar nicht, also Richtung Mascherano. Weil der Rest ist einfach, keine Ahnung, weiß nicht, fühle ich jetzt nicht ganz so, um ehrlich zu sein. Also von den Spielern her, ja, Son, Haaland, was auch immer, James, aber ich kann halt gar keinen davon gebrauchen, irgendwie so. Deswegen werde ich wahrscheinlich, wenn ich hier aktiv dran rumspiele, dass ich da einfach Richtung Mascherano gehe. Das ist so mein Ziel an dieser Stelle, würde ich sagen. Was wollt ihr machen? Wen wollt ihr haben? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Okay, wir machen weiter, Leute. Wir machen weiter. Wir können ja mal noch kurz UEFA Euro reinschauen. Da wisst ihr ja schon Bescheid. Wir haben hier ein tolles Pack und so. Das mache ich, denke ich, mal morgen auf. Da werdet ihr euch noch ein bisschen gedulden müssen. Das Pack hier werde ich vielleicht auch nochmal öffnen, weiß ich noch nicht genau. Aber da werde ich mir sowieso nur hier die Mascheranos holen, wenn ich das noch schaffe tatsächlich. Und es geht ja aber hauptsächlich drum bei Euro Intro vor allem. Euro Intro war ja auch sehr, sehr besonders tatsächlich. Da haben wir nämlich hier diesen 94 bis 98er Spieler. Der ist, glaube ich, sogar tradable, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist schon mal krass. Plus, dann gibt es natürlich noch bei Euro Boni den Spieler, den wir uns abholen können. Das machen wir dann, denke ich, auch noch morgen. Da gibt es auch einiges zu holen, denn hier können wir nämlich doch die letzte Woche auch durchballern. Und das heißt, wir bekommen einen 99er Untradable-Spieler oder eben einen 96 bis 99er Tradable. Ich weiß nicht, was ich öffnen soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich öffnen soll. Also keine Ahnung. Keine Ahnung. 99 ist halt die Chance dabei, dass man es spielen kann. 96 bis 99 kannst du safe verkaufen. Das ist so die Sache. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt mal gern in die Kommentare. Die beste 11 kommt dann morgen raus. Genau. Euro beste 11. Das Ganze kommt morgen raus. Also, dann haben wir noch die Free-to-Play Icons. Icon Chroniken, Icon Chronicles, da gehen wir rein. Hauptkapitel habe ich schon gespielt. Man kann spielen, man bekommt universelle Token und man bekommt hier auch einen gratis Ausdauerpunkt und hier nochmal einen, also oder zwei gratis Ausdauerpunkte. Plus natürlich hier bekommt man nochmal eins durch Werbung schauen.
Genau, dann kann man erst noch weiterspielen, wenn man die andere Icon freigeschaltet oder wenn das bekannt gegeben wurde. Hier kann man dann immer täglich spielen tatsächlich. Also hier zack, 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 täglich durchspielen und da bekommt man seine universellen Token. Das müssten insgesamt, wenn man mal schaut, 20 plus 20 sind 40 plus 30 sind 70, die man da auf jeden Fall jetzt am Anfang bekommt. Und hier dauert es dann noch ein bisschen, ehe man hier durchkommt, aber hier im Handbuch sieht man dann nämlich auch, dass man da, ich glaube, das ist wöchentlich oder so, auf jeden Fall kann man da hier nochmal ein bisschen was abholen, ein paar Spieler, dies, das, plus dann kann man hier hinten natürlich noch ein paar mehr Ausdauerpunkte bekommen und alles Mögliche hier, aber man muss natürlich noch ein bisschen warten, weil man eben noch nicht selber so viel freigeschaltet hat tatsächlich. Wir können da ja mal schauen, wir können mal zu Stevie G zum Beispiel gehen, bei Stevie G, das ist natürlich die erste Icon tatsächlich, man kann hier den 93er abholen, 93, das machen wir natürlich auch mal untauschbaren Stevie G, da weiß ich nicht ganz, ob man für den nächsten Stevie G dann diesen hier braucht, um den einzutauschen, das werden wir dann irgendwann sehen, ich werde ihn jetzt auf jeden Fall erstmal behalten, auch wenn ich ihn nicht gebrauchen kann, aber ey, vielleicht werde ich ihn irgendwo, keine Ahnung, dann später eintauschen oder man braucht ihn eben, das weiß ich nicht. Das weiß ich leider nicht, aber dann kann man hier mit den Ausdauerpunkten spielen, bekommt noch weitere universelle Token auf jeden Fall. Das ist schon mal echt, echt cool. Kriegt dann insgesamt, glaube ich, 200 Stück. Und wenn man das dann hier abgeschlossen hat, diese Spiele, dann kann man tatsächlich hier weitergehen, kann zu diesem Liverpool-Spiel gehen, geht hier weiter durch, kriegt dann 87 bis 90 und arbeitet sich dann auch hier in seiner Chronik durch, bis man irgendwann ankommt bei Stevie G 98er, untauschbarer Prime. Ist das Prime-Icon? Ich glaube schon. Ich glaube, das nennt man auch Prime-Icon in diesem Sinne. Icon-Chronik-Spieler, okay. Ja, dann halt Icon-Chronik-Spieler, aber auf jeden Fall sehr, sehr krass. 98. Free-to-Play hier am Start. Kann ich tatsächlich selber nicht gebrauchen, aber ist trotzdem cool, um hier ein bisschen zu spielen, ein paar Spieler mitzunehmen, dies, das. Also voll in Ordnung. Und ihr seht schon, Xabi Alonso und Fernando Torres wird es dann auch bald noch geben. Aber es steht leider noch nicht dran, wann die rauskommen werden. Also erstmal muss man hier tatsächlich durchspielen. Wir haben noch Kapitel 2 tatsächlich auch, aber also es wird einiges zu spielen sein. Es wird einiges zu spielen sein. Ihr seht's. Viele, viele Kapitel mit viel Zeug, was man da bekommen kann, was man spielen muss tatsächlich auch. Also das wird einiges an Zeit dauern, ehe man hier durch ist. Aber ich glaube, das gehört dann auch einfach mit dazu, die ganzen Kapitel durchzuspielen. Und naja, da ist wirklich einiges am Start, würde ich sagen. Okay, also soweit so gut. Man kann aktuell nicht viel spielen, weil im Hauptkapitel fehlt einem noch ein bisschen was. Trotzdem ist natürlich super, ne? Ist natürlich super, dass man hier nochmal was Neues mit dazu hat und natürlich auch sowieso Free-to-Play ist immer geil. Ja, dann weiter geht's tatsächlich noch. Wir haben nämlich noch diese universellen Token. Jeder will wissen, wo man die noch raushauen kann. Ist natürlich hier bei Division Rivals nochmal der Fall. Division Rivals, da gibt es jetzt neue Punkte. Es gibt nicht mehr die Herausforderungspunkte, sondern man kann jetzt universelle Token dafür raushauen. Ich habe aktuell zum Glück noch ein paar zum Umtauschen. Da können wir das gleich mal schauen hier, wie das aussieht. Ich habe 900. Zack, kann ich umtauschen in universelle Token und kann die dann ausgeben tatsächlich. Es gibt wieder die Standard-Packs 90 bis 97, 93 bis 97 und 96 bis 99. Daran hat sich nichts geändert, genauso wie mit diesem tollen Gems-Angebot. Das hat sich nicht verändert, aber hier kann man eben seine universellen Token einfach mal raushauen. Hier kann man noch seine, hier im Shop halt die Spieler bekommen tatsächlich. Daran hat sich nichts geändert von den Ballers, von den Sunshine Ballers. Und sonst gibt es keine weiteren neuen Packs, so wie ich das jetzt überblicken kann. Also hier hat sich dran nichts verändert. Bestseller gibt es auch nichts Neues und Top Events gibt es dementsprechend auch nichts Neues. Soweit so gut. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendwas mitteilen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Seid dabei, Leute. Seid am Start. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.